Erstmal an, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 46 läuft. Wir sind unterwegs mit Tiger 1892 vom Clan 1 DPS, ein sehr fleißiger Einsender von Replays an meinen Kanal. Wir fahren mit einem E25, einem deutschen oder dem Lieblingsdeutschen TD, steht noch vor dem Scorpion G. Wir sind auf Stufe 7 unterwegs, haben eine 75mm Kanone. Mit 150 Durchschlag bei 135 Schaden, Special Matchmaking, Premium-Munition 194 Durchschlag bei 135 Schaden, kein HE dabei. Und wir fahren mit einem passiven Setup, das heißt Scherenfernrohr und wir haben Tarnnetz und wir haben verbesserte Ration drauf. Das heißt, verzichten auf den Feuerlöscher, irgendwo ein Glas Wasser rumstehen, das muss reichen, wenn das Ding mal brennen sollte. Habe ich bisher selber eher selten erlebt, aber... Das ist ein Panzer, auf den man gerne mal mit HE schießt und deswegen kann es dann eben doch passieren, dass er mal in Flammen steht. Bin gespannt, wie wir das Ganze hier gleich angehen werden. Ich drücke mal auf Play. Wir sind auf Morawanka in einem Achtergefecht mit 7 oder 6 Unterstützung. Das ist wirklich das Maximale, was uns passieren kann. Und ein sehr guter Tarnwert. Eine sehr gute Aufklärungsweite. Was gibt es noch zu dem Panzer zu sagen? Man muss ihn fahren können. Wenn man mit dem nicht umgehen kann, dann macht er recht wenig Spaß. Sollte schon zum Umgang sollte schon eine Möglichkeit oder sollte schon geübt sein. Da kriegt man aber schnell hin. Er hält relativ wenig aus, ist auch zum Rammen ganz gut geeignet. Frontal hat er eine Panzerung, wo man auch mal hängen bleiben kann, als 5er und als 6er. Mir selber auch schon passiert. Aber Standard ist es nicht, muss man dazu sagen. So, wir fahren hier auf die linke Seite. Das ist nicht komplett ungewöhnlich. Wir haben einen sehr guten Tarnwert. Das heißt, wir gehen hier hinten nicht so richtig auf. Und... Da haben wir schon jemanden, der ein bisschen rausschauen möchte. KV2, Uni und so weiter, die gucken alle hier lang. Sehr mutig vom KV2. Ach, das bezahlt er sofort mit seinem Leben. Einer der wenigen Panzer, die im Stufe 8 Gefecht auch richtig was reißen können, ist KV2. Denn da traut sich keiner um die Ecke, wenn da drüben eine HE-Kanone lauert. Ordentlich einen rausgelassen. Okay. GW Tiger P zerstört den KV2R. Premium KV2. Hat sich auch zu weit nach vorne gewagt. Das ist immer der Nachteil. Wir haben 3 Artilleries pro Seite. Eindeutig zu viel, meiner Meinung nach. Wir sind da eher am Aufklären, so wie das aussieht. Obwohl uns das hier gerade nicht so viel bringt. Aber da drüben zu versuchen, auf den Tiger 1 zu schießen, mit nur 150 Durchschlag, kann auch mal schief gehen. Hoppala. Tiger 1 zerstört Tiger 1. Ist ein bisschen festgefahren, wir sind alle auf der linken Seite, kriegen es aber nicht auf die Reihe, hier mal ein bisschen Druck zu machen. Wir sind auf Premium-Munition inzwischen übrigens, beziehungsweise inzwischen, wir haben inzwischen mit Premium-Munition geschossen. Trotzdem versucht er, ja, da kommst du durch, sehr schön, 118 Schaden. Sind nicht aufgegangen, machen weiterhin bloß unsere Aufklärung, einen guten Job fürs Team. Aber die 6er, 7er, 8er, 9er und die 0er Linie werden komplett sträflich vernachlässigt. Und das mit nur einem einzigen Light und er befindet sich auf der 1er, 2er Linie. Bin gespannt, ob wir gleich von rechts ein bisschen, ich will nicht sagen auseinandergenommen, zumindest zart umarmt werden. Sag ich mal so. 1er, 2er, 3er Linie geräumt. Zumindest auf unserem Bereich bis E, wahrscheinlich auch bis D. Mal hier nach drüben. Und da ist er raus. KV-90B noch am Leben.
Der ist gefährlich, vor allem mit seiner Kanone. Kann richtig was. Da wollen wir uns nicht unbedingt anlegen. Hinten geht es ein bisschen rund. Der Udis bekommt es mit dem Schwerpanzer Nummer 6 zu tun. Der ist vielleicht nicht so das Problem. Aber der ganze Rest, der da kommt, ein Achilles. Da wird es dann langsam eng. Sehr schön. Gut aufgeräumt da hinten. 7 zu 6 steht's. 404 Schaden haben wir gemacht, 546 Schaden haben wir aufgeklärt. Da geht aber noch was. Das reicht noch lange nicht. Also in puncto Verlegungsgeschwindigkeit, da setzt das Fahrzeug wirklich Maßstäbe. Es gibt absolut nichts zu meckern an der Kiste. Normalerweise gibt es ja nach dem Gefecht immer ein Foto, ich kann das hier schon mal vorgreifen, gibt es bei dem nicht, denn das E steht für Erprobungsfahrzeug und von dem hat es kein Fahrzeug gegeben, deswegen hat es von dem auch kein Foto gegeben. Alle Es, E25, E50, E75 und E100 sind nur Erprobungsfahrzeuge gewesen. Und ja, so sieht's aus. So, da drüben haben wir ein Borghetto stehen. Gehen wir da einen Schuss drauf, der ist gefährlich. Treffer. Treffer, jawohl, der ist sehr weich. Ganz schwer für ihn, sich anzuwinkeln und sich dann keinen Schuss einzufangen. Jetzt ist die Frage, ob die das hier im Griff haben oder nicht. Wenn sie es im Griff haben, würde ich rechts herum an den Gegner ranfahren und versuchen, die Artillerie zu jagen. Drei Stück haben wir am Feld. Meiner Meinung nach viel zu viel. Noch dazu 4 TDs, 5 TDs. Also es kann nicht sein, dass wir fast, nee, dass wir über die Hälfte der Fahrzeuge, Unterstützungsfahrzeuge haben. Das ist nicht lustig. Nee, das war nix. Es steht 8 zu 8. Ich glaube nicht, dass die den Borghetto und den T-34-85 allein auf die Reihe bekommen. Wegfahren kannst du ja nicht. Auch wenn du hinten wahrscheinlich über die 8er oder die 9er Linie relativ blind verschwinden könntest. Und das würde ich trotzdem nicht riskieren. Ist einfach so. Den Borghetto zumindest würde ich noch rausnehmen. Hoppala, IKV. Nee, der wollte nicht. Reimetabosis Waffenträger nimmt unser T-37 raus. Letzte Licht. Das echte, letzte echte Licht. Hellcat davon kann zwar noch ein bisschen die Lampe hochhalten, aber das allein wird nicht ausreichen. So. M40, M43 ist raus. Da ist der IKV-90B. Treffer. Treffer, jawohl. Oh, hier sehen Sie die Zange. Master Borghetto, jawohl, sehr schön. Kette gezogen. Und den letzten Schuss, Tschüssikowski. Sind immer noch nicht offen. Treffer. Treffer, Wahnsinn. Was für ein genialer Tarnwert. Jetzt sind wir offen. Jetzt müssen wir uns bewegen. Und ich empfehle schnell, schnell, schnell weg da. Ich habe noch keine Ahnung, wie da 4 Leute reinpassen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie 3 Leute in den ELC EW90 reinpassen. Von daher, ja, so ist das halt. Artillerie weiß ganz genau, über welche Seite du angreifst, denn die werden das hier oben ein bisschen mitverfolgen. Die können nämlich von oben sehen, wo Sachen umfallen bzw. auseinandergebrochen werden. Und ich denke mal, die werden wissen, dass der Angriff über die 7er, 8er, 9er, 0er Linie kommt.
Mal schauen, wo die stehen. Ich tippe mal darauf, dass der Rheinmetall-Typo sich im Waffenträger den Artilleristen da ein bisschen Feuerschutz gibt. Macht zumindest Sinn. Wandeln mit ein bisschen Sprache, Zeit, sich ein bisschen zu koordinieren untereinander. Zug gebildet haben sie nicht. Und wir haben noch einen UDS-03, der da hinten stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob der AFK ist, oder? Man hat schon Abschüsse drauf, zwei Stück. Und sie hat auch einiges an Schaden gemacht. Aber er bewegt sich halt nicht. Die M44 ist da drüben in Stellung gefahren. Ha. UDS wäre jetzt noch nicht schlecht hier. Hat auch einen guten Tarnwert, sehr gute Kanone. Kriegt es mit dem Rheinmetall-Borsig Waffenträger zu tun. Da haben wir die Arti. Brauchst keine Premium-Munition für die normalerweise. Kannst mit Standard-Munition schießen. Treffer. Da ist die nächste Artillerie offen. Treffer. Jawohl, sehr schön. Einfach runterballern. Nächster Kill, Kill Nummer 3 für uns. GWT-KP ist offen. Den werden wir uns als nächstes holen. Ich hoffe, dass die Artillerie uns da nicht dazwischen funkt. Sondern dass sie sich hinten auf den Rheinmetall, wo sie Waffen durch. Keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben. Treffer. Richtig reingezoomt wird er nicht. Ich merke schon. Jawohl. Also für Premium-Munition schießen absolut unnötig. Man kann hier auch mit Standard-Munition arbeiten. Das macht überhaupt nichts. Jetzt werden wir uns um den Rheinmetall, wo sich Waffenträger kümmern, hat keinen so exzellenten Tarnwert wie du. Keine Ahnung, wie viel HP der noch übrig hat. Aber ich gehe davon aus, dass der UDS vorhin einfach mal AFK war und deswegen hier nichts mehr gekommen ist. 4 Kills haben wir aktuell. 821 Schaden gescoutet. M40 bewegt sich leider. Mach, die soll stehen bleiben, das verstehe ich mir da nicht. Du gehst dann Richtung Cap. Alle wissen, dass der im Cap steht, aber die M43 bewegt sich trotzdem. Hau mal einen raus. Hat nicht genullt, das heißt, er steht da hinten hinterm Haus. Genau. Treffer. Treffer. Kette gezogen. Jawohl, jetzt bist du offen. Jetzt kriegst du gleich die böse Kanone zu spüren. Und geil. Alter, der war richtig gut. Exzellent runtergespielt. Artillerie schießt daneben. Und jetzt ist er fällig. Good work. Jawohl. Wir haben 3209 Schaden gemacht. Wir haben schon zwei Artilleristen draußen. Das heißt, die Pascucci-Medaille ist hier schon mal sicher. 1052 Schaden haben wir unterstützt. Und wir haben noch eine Artillerie vor uns. Dürfte normalerweise kein Problem sein. Was ist das für eine GW Panda? Natürlich ein deutscher Sima. Hat allerdings eine gute Kanone. Würde ich allerdings mit einem Schuss nicht rausnehmen können. Einfach zu schwach dafür. Eins. Jawohl. Zwei. Jawohl. Artillerie. Sehr schön. Ohne einen Kratzer. Alter Schwede. Das muss man mit dem E25 mal schaffen. Das ist nicht so einfach, Leute. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Auf den wird gern geschossen, auch wenn er schnell ist. Oder gerade, weil er schnell ist. Sobald er offen ist, gehen alle Kanonen in die Richtung. Geile Runde. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung zu sagt. Wir haben Victory natürlich, ist klar. Wir haben die Top Gun bekommen, High Kaliber. Wir haben Defender. Dimitru-Medaille für 3 zerstörte Artillerie ist hier. Ein bisschen Gedöns. Und ein M, wie sich das gehört. 1554 Basis-XP reichen auf jeden Fall fürs M aus. 6 Kills, wie gesagt. Wir haben 37 Schüsse abgefeuert, sehr viel Premium geschossen. Wir haben auch für die Munition 84.000 bezahlt, aber dadurch, dass wir hier ein paar Missionen, persönliche Missions-Payout bekommen haben, sind wir am Ende im Plus mit 41.000 und geben nur 1 für Wartung aus. Keine Ahnung, wieso.
Wahrscheinlich war irgendwo ein Stein in die Kette gekommen. Das war's dann. Andere Vorstellung oder andere Erklärung habe ich dafür nicht. 5 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben 300, über 300 Meter, haben wir 1500 Schaden knapp gemacht. Und haben insgesamt 12 Minuten 44 gebraucht. Das ist eine richtig geile Runde, dass das Ding ohne Kratzer runterkommt, habe ich noch nie erlebt. Schönen Dank für dieses super Replay. Falls es euch gefallen hat, Leute, wie immer, fleißig draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe dafür bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.